Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Beim letzten Mal haben wir ja den Weg aus der Bank gesucht, was uns nicht wirklich gut gelungen ist. Jetzt wollte ich eigentlich gucken nach dem brennenden Batman-Symbol. Hat sich aber erledigt. Ich denke, ich werde jetzt erstmal nach dem brennenden Haus da hinten Ausschau halten. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir Firefly irgendwie hinter Gitter bringen können. Ich befürchte, das wird zwar nicht so wirklich was, aber... Oder ist es das überhaupt doch, ne? Nee, hä? Oh. Das ist gar nicht Firefly, geht ja schon wieder gut los. Das ist ja... Stimmt ja, das ist ja das vom Anfang, wo du da... wo du da das Ganze in die Luft jagst. Beziehungsweise, dass es in die Luft gejagt wird. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann werden wir einfach mal so über die Map fliegen und schauen, ob wir irgendwas Spannendes entdecken. Irgendwo muss ja das Gebäude von Firefly sein, was er zurzeit wieder angezündet hat. Da hinten ist es ja auch schon. Dann fliegen wir dahin. Oder machen wir das? Versuchen wir mal Firefly irgendwie hochzunehmen. Welches ist es eigentlich? Warte mal, jetzt muss ich... Mir war nämlich eben so, als wenn rechts da auch noch was gebrannt hätte, aber okay. Anscheinend nicht. Also da brennt's. Ich hätte jetzt vermutet, da hinten rechts brennt... Hä, da brennt's doch auch, oder nicht? Bin ich jetzt blöd? Also. Natürlich haben wir jetzt hier wieder möglichst wenig Gebäude, wo man sich dran hochziehen kann. Ich muss mich mal hier oben kurz aufsetzen. Da oben. Und dann schauen wir mal. Also da brennt was? Du solltest dich da raufsetzen, du Hirni. Läuft ja hier alles richtig gut wieder. Ich komme auch nicht da hoch, ne? Irgendwo hoch, wo... Also da brennt jedenfalls die Hütte. Und da brennt sie auch. Dann würde ich sagen, das hier sieht näher aus, dann werden wir das machen. Und flattern da einfach mal hin. Gucken uns das Ganze mal an. Wo ist das Batmobil? Hau ab. So. Ja, verdammt. Jetzt werden... Ey, das gibt's nicht. Ich merke das schon. Heute ist überhaupt kein guter Tag, um Batman das aufzunehmen. Es funktioniert so gar nichts. Dann brausen wir mal Firefly hinterher. Das überspringen wir mal ganz schnell. Also der Trick ist es ja erstmal, dran zu bleiben. Ja, das gelingt mir eher so semi-gut. Problematisch wird's halt, wenn er irgendwo lang fliegt, wo du mit dem Auto nicht unbedingt lang kommst. Beziehungsweise ist es auch blöd, wenn er hier die Straßen anfackelt. Also machbar ist das auf jeden Fall. Und das ist auch noch eins der leichteren Sachen, sag ich mal. Ja. So, komm her. Wir bleiben dran. Und was musste ich danach nochmal machen? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Danach musste man sich, glaube ich, rausschleudern aus der Karre, oder? Naja, wir gucken einfach mal.
Wir haben es ja gleich geschafft. Boah, die Karre, ey. Wenn die irgendwo hängen bleibt, dann ist vorbei. Boom, weg damit. Weg mit dem ganzen Zeug. So. Doppel-X war's, alles klar. Dann polieren wir ihm nochmal die Fresse. Heute Nacht wird diese stinkende Stadt mit Feuer gereinigt. Ich glaube, wir sind diesem reizenden Pyromanen schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. So. Dann werden wir natürlich weiter Ausschau halten nach brennenden Gebäuden. Und da hinten ist schon eins, oder? Dann werden wir da mal hinflattern. Natürlich muss man auch nebenbei so ein bisschen Ausschau halten nach Sachen. Wie eine Fledermaus, genau. Um einfach zu gucken, ob hier noch irgendwas zu holen ist, so. An Nebenmissionen, ne? Aber das sieht im Augenblick nicht so aus. Die lassen wir hier alle mal ganz easy links liegen. Und dann schnappen wir uns unsere Karre und dann haben wir auch schon Firefly wieder gefunden. Versorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen. Und los geht's. Oh, shit. Warte. Blups. Da ist er wieder. Firefly. Du hast mich einmal gesehen. Firefly. Lange her. Los geht's, ab hinterher. Immer schön dranbleiben. Es wird, glaube ich, ein wenig trickier, würde ich mal so behaupten. Oh Gott, da geht's nämlich schon los. Er nimmt nämlich jetzt schon langsam die Route, wo man nicht unbedingt langkommt. Aber okay, wir bleiben trotzdem einfach mal dran. Ne? Das wäre vielleicht auch cleverer manchmal, dann doch geradeaus weiterzufahren, damit man den Weg dann wieder kreuzt irgendwann. Aber das Problem ist, wenn er dann immer weiter in die Richtung fährt, oder fliegt besser gesagt, und du kreuzt ihn nicht mehr, dann bist du halt auch am Hintern. Boah, das hier zum Beispiel, das ist alles gar nicht cool. Ich sehe hier gar nicht mehr durch gerade. Und meine Karre ist auch schon wieder ordentlich am Brennen. Mehr. Digga, dein Benzin ist eigentlich schon alle. Werd mal langsamer, bitte. Hallo? Ich drück schon längst. Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift. So, eine Runde gibt's also noch gegen Firefly. Dann würde ich sagen, versuchen wir die auch noch in Anspruch zu nehmen.
Allerdings, da hinten brennt's. Auf geht's, Firefly, last round. Dann versuchen wir uns den mal noch zu krallen in diesem Part. Okay, da hinten ist es. Nebenbei kann man natürlich auch noch mal ein bisschen Ausschau halten, ob hier noch irgendwas anderes ist. Achso, und rechts oben sieht man natürlich die Sachen, die man in diesem Gebiet ausschalten kann. Es sind ja mehrere Gebiete. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Das weiß ich, stand jetzt alles noch nicht so genau. Da drüben. Da brennt die nächste Feuerwache und es müsste eigentlich auch die letzte sein, wenn ich richtig hingeguckt habe. Und es sah eben kurz so aus, als wenn die Karre nur brennen würde. Das wäre schon nicht so geil gewesen. Ah. Gut. Haben wir das? Und dann müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir dranbleiben. Das wird nämlich nicht leichter. Du wanderst wieder in den Knastland. Scarecrow versprach mir Gotham als Zunder für meine Flammen. Ich hatte ja gedacht, dass die nacheinander brennen. Die Häuser, aber anscheinend hättest du jetzt auch zu einer anderen, also zu einem anderen Haus hin fliegen können. Von den dreien, welches du als erstes machst, ist da halt den Wurscht. Das ist aber ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, weil... Ah, shit. Ich verwechsel mir die Bremse mit dem... Ja, mit diesem anderen Modus. Boah, nee, ey. Das ist richtig mies jetzt gerade. Das gibt's doch nicht. So, wir sind wieder halb dran, ne? Also, schade ist es insofern, weil... Du natürlich, also Firefly kann ja nicht in allen drei Häusern gleichzeitig sein, das ist ja Quatsch. So, insofern wäre das besser gewesen, wenn du die nach und nach gemacht, also hättest machen müssen. Das gefällt mir ja an einem Story-Game auch immer noch am besten, wenn du nach und nach die Story bekommst. Open World ist halt nicht so wirklich meins. Ist zwar auch ganz cool, bei Batman bietet sich das ja in gewisser Weise an, aber... Es ist schon besser, wenn dich das nicht so ganz erschlägt. So, komm her, wir haben dich doch. Boah, ist das hier wieder ein Hin und Her, ey. Komm schon, ich drück. Ich drück schon die ganze Zeit. So, damit haben wir Firefly da jetzt... hinter Gitter gebracht, oder nicht? Gotham muss brennen! Sperrt ihn weg. Nein! Batman? Hoch mit dir, Linz! Ich soll dafür brennen! Ihr alle! Den wollte ich schon eine ganze Weile in die Sendung aufnehmen. Mach weiter so da draußen, Batman. Okay, damit haben wir auch Firefly platt gemacht. Wir gucken mal, was es noch so gibt. An Stufen, die wir holen können. Okay, also ich würde sagen, wir nehmen das und das. Und dann gucken wir vielleicht mal, ob wir hier noch irgendwas... Okay, vielleicht sollten wir irgendwann den Panzer noch ein bisschen verstärken.
Für den Part mache ich jetzt allerdings erstmal Schicht im Schacht und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.